Bommigeflüster heute auf den Cannstatter Wasen, traditionsgemäß natürlich bei der Wasenpirsch. Und wie soll es anders sein? Man trifft natürlich auch prominente Gäste. Den Damiano habe ich hier neben mir. Den Nachnamen, den muss ich selber sagen, weil das mir jetzt zu kompliziert. Hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf dem Cannstatter Wasen. Dankeschön, ich freue mich sehr hier zu sein. Maiolini ist der Nachname. Maiolini. Okay, das lernen wir noch. Spätestens bis zum nächsten Auftritt, den du hast. Da kommen wir nachher gleich drauf zu sprechen. Aber erstmal hier bei der Wasenpirsch, das ist für dich Premiere. Ich glaube, wir haben uns da noch nie getroffen, oder? Nein, wir haben uns noch nie getroffen. Aber ich war schon öfter hier. Ja. Aber wir haben uns immer verpasst. Diesmal zum ersten Mal getroffen. Hast du ein Glas zum Anstoßen? An meinem Nachbartisch, das machen wir nachher dann, genau. Okay. Inkognito. Wobei, gut, man könnte jetzt so tun, als ob, ne? Genau. Tja, also hier geht's lustig zu, das sowieso, man soll Spaß haben. Aber du machst auch Musik, Schlager. Ja. Schlager. Wie lange bist du schon in der Branche? Seit circa guten 4 Jahren mache ich das jetzt. Seit circa 4 Jahren mache ich Schlagerpop. Okay. Und warst auch, glaube ich, schon bei einem Wettbewerb oder im Fernsehgarten, glaube ich, mit dabei, oder? War da was? Genau, erst bei The Voice of Germany und danach im ZDF-Fernsehgarten, ja. Ja, da habe ich doch noch was in Erinnerung. Ja. Und dann irgendwie kam Corona irgendwie, glaube ich, dazwischen. Da ist irgendwie ein bisschen vieles abgesagt worden. Ich komme jetzt auf einen Termin. Der findet nämlich Ende Oktober statt. Richtig. In Rottweil. Rottweiler Schlagernacht. Genau. Genau. Eigentlich hätte das schon früher stattfinden müssen, aber durch Corona musste es verschoben werden. Jetzt können wir es endlich jetzt in einem Monat machen. Genau. Also Ende Oktober, da ruhig mal drauf schauen. Und Schlagernacht. Kommt Schlagernacht, vorbei. Genau. Da sind einige lukrative Gäste noch dabei. Ja. Roman Neyer, sage ich nur, auch ein guter Bekannter. Und Norman Langen, genau. Und natürlich deine Wenigkeit. Genau. Ja, was tut sich bei dir grundsätzlich? Gibt es eine CD, Album? Was kann man von dir so alles hören und sehen? Aktuell gibt es eine CD mit dem Best-of. Das sind so 6 Titel. Und es gibt auch ganz viele CDs, die kann man auch im Mediamarkt kaufen mit so Schlager-Specials. So Summary-CDs, wo es dann so 2 CDs gibt mit 40 Titeln. Die kann man sich kaufen. Und sonst läuft es sehr gut. Ich freue mich sehr viel unterwegs zu sein. Okay. Ganz deutschlandweit und manchmal auch im Ausland unterwegs. Und es macht sehr viel Spaß. Das glaube ich, genau. Ja. Also ich denke mal, Auftritte sind heutzutage wichtiger denn je. Denn gerade die ganzen Fernsehen- und Radioveranstaltungen, die sind doch manchmal nicht mehr so gefragt oder werden nicht mehr so angeboten für die Künstler. Genau, es wird schwieriger, an TV- und Radioauftritte zu kommen, aber es ist durchaus möglich und momentan tut sich da auch immer was. Also, sehr schön. Und ich denke, da sind die Social Medias, sprich Facebook, YouTube, Instagram, natürlich gefragter denn je. Wo bist du da anzutreffen? Absolut, überall. Aber am meisten auf Instagram. Und da versuche ich auch ganz, ganz viel Inhalte zu posten, um meine Fans immer mitzunehmen. Und ich muss auch mich echt bedanken bei meinen Fans. Meine Team Damiano ist sehr, sehr, sehr stark und die ermöglichen mir so viel. Und die kommen zu jedem Auftritt und die kaufen sich Fanshirts und sind da und die krölen jeden Song mit und es ist so toll. Sehr schön. Also, dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt hier ganz, ganz viel Spaß auf der Wasenpirsch. Ja. Hau rein, wir sehen uns bestimmt ein paar Mal und dann spätestens in Rottweil machen wir eine Fortsetzung. Genau. Und ich wünsche dir auch ganz viel Spaß, ne? Und in diesem Sinne. Im vollen Gange, die Stimmung ist gut. Wahnsinn. Ich hoffe auch bei der Moni. Ja, natürlich, alles wunderbar, vielen Dank. Genau, jetzt haben wir mal das Ganze ein bisschen nach hinten sozusagen verlegt, unser kleines Gespräch. Du bist ja jetzt auch schon hier, sage ich mal, traditionsgemäß schon
gefühlt zum 10. Mal schon dabei. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Frank. Bitte gerne. Hier bei der Vasenpirsch, da sind wir nach wie vor noch. Die Facebook-Platte haben wir gehabt, jetzt gerade hier das französische Schwarzfederhund. Also ich bin satt und ich will was häusen. Ich auch, genau. Ja, jetzt muss man natürlich gerade mal ein bisschen hier unsere schwäbische Kulturlandschaft hier mal geschwind ein bisschen in ansprechen. Es wird ja alles gerade leider traurigerweise immer weniger. Ja, das ist richtig, aber wir machen weiter und haltet quasi die schwäbische Fahne hoch. Und ja, demnächst in Heilbronn im Komödienhaus, Mama ist die Beste, freue mich schon drauf. Heute feiere ich noch, ab morgen wird geschafft. Gut, letztes Jahr habt ihr es noch gespielt in Stuttgart im Marquardt-Theater und jetzt durft ihr schon sozusagen das Ganze nach außen präsentieren. Ja, in Heilbronn, wie gesagt, also Tournee in dem Sinne nicht, aber ein längeres Gastspiel mit 12 oder 13, vielleicht sogar 15 Vorstellungen. Was ist darüber hinaus noch geplant bei dir? Was hast du wieder in Planung? Frank, ich bin jetzt in Rente und das ist so schön. Aber ich mache natürlich weiter das Stuttgart-Quiz ab Oktober in der Komödie Marquardt. Komödie Marquardt, was wird gespielt? Jetzt gerade das Fräulein Wunder, eine großartige, wunderbare Produktion, die ich nur empfehlen kann. Genau, und Soloprogramm hin und wieder, aber mal noch. Ja, November und Dezember im Theater der Altstadt. Prima, also immer mal wieder vorbeischauen, Monika Hirschle. Ganz von der Bühne weg ist sie nicht, das geht ja, auch gar nicht. Eben nicht, aber. Das ging auch gar nicht. Und vielleicht kommt auch mal wieder eine Fernsehrolle. Da hat man dich neulich auch mal irgendwo gesehen, wieder, wo du durchgekuscht bist. Gell? In die Bestatterin, aber das war nur eine kleine Rolle. Aber ja, mal sehen, was kommt. Mal sehen, was kommt. Also, von der Vasenpirsch war es das für dieses Jahr. Ja, ich hoffe mal, die Promi-Ausbeute war jetzt heute nicht ganz so groß, aber. Oh, ich war aber dabei. Umso mehr natürlich die Moni, ganz klar. Aber die großen Namen, so wie Julia Siegel, hat leider abgesagt. Ja, das macht nichts mehr. Aber deswegen sage ich, Monika Hirschli ist viel mehr wert. Also jetzt langsam. Auf alle Fälle. Und jetzt, aber du zum Kaiserschmarrn bleibst jetzt aber noch da. Ja, ich bleib. Weil den sollten wir uns schon noch gönnen. In diesem Sinne. Bleiben gesund!